Willkommen zu Star Citizen und den Gentleman News. In dieser Woche gab es zu vielen Themen Neuigkeiten und Updates, nachdem sich die digitale CitizenCon, welche wir bereits in wenigen Wochen erleben werden, mitten in der Vorbereitung befindet. Wir beginnen mit der Loot-Mechanik, wobei wir künftig auch auf verschlossene Behältnisse treffen können, wobei eine Kombination notwendig wird, um an den Inhalt zu gelangen. Diese finden wir entweder durch ein aufmerksames Auskundschaften der Umgebung oder aus anderen Informationsquellen wie Missionsgebern oder in unserem Journal. Ebenfalls weitere Informationen gab es zu den Laser-Trip-Mines, welche vor allem an Absturzstellen sowie verschiedenen Missionspunkten zu finden sein werden. Diese haben hierbei auch eine physikalische Berechnungsgrundlage, wodurch wir mit dem Multitool oder anderen Gegenständen interagieren können. Vor allem im Bereich der bereits vorhandenen Spielmechaniken bietet sich bei dieser ersten Version einer passiven Gefahrenquelle unzählige Möglichkeiten, diese in verschiedene Spielbereiche zu integrieren. Und natürlich werden wir solche tödlichen Hindernisse auch in der Singleplayer-Erweiterung Squadron 42, dem im Übrigen nochmals als reinen Spielmodus bestätigten Theaters of War, wie auch in anderen Bereichen vorfinden. Und zieht man die künftig spielerbasierenden Außenposten und Strukturen in Betracht, erhalten wir die Möglichkeit, auch selbst direkt davon zu profitieren. Und auch einen Zugang zu unserem eigenen Schiff könnten wir damit absichern. Und eine Kombination von Physikberechnung, Explosionen und etwas Kreativität sind eine exzellente Grundlage für allerlei, nennen wir es Experimente. Optisch zunächst weniger beeindruckend ist der neue Fleet Manager, welcher allerdings auf der Building Blocks Technik basiert und daher die gefühlt seit Ewigkeiten bestehenden Bugs und Probleme löst, welche wir mit nicht spawnbaren Schiffen, verdoppelten Fahrzeugen und ähnlichen ertragen mussten. Zudem zieht die Performance spürbar in diesem Bereich an, was sich auch mit deutlich kürzeren Wartezeiten und einem geringeren Ressourcenbedarf bemerkbar machen soll. Und der neue Name klingt einfach besser. Aber das absolute Highlight, die weltexklusive Enthüllung, der Traum, der für viele in Erfüllung geht, ist folgendes. Die vielen Bildschirme, welche wir überall im Verse finden, in Schiffen, Stationen, bei Missionen und sonst überall, wo uns etwas anblinkt, werden überarbeitet, sodass wir hier mehr Vielfalt dieser Bildschirmschoner vorfinden. Wow! Spaß beiseite, eine verschwindende Kleinigkeit, aber ein Stückchen mehr Immersion. Wirklich interessant sind die Commodore Mining Gadgets, welche wir direkt an den abzubauenden Asteroiden anbringen müssen und welche hierbei die Eigenschaften für den Abbauprozess direkt beeinflussen können. Hierbei haben wir verschiedene Varianten zur Auswahl, welche wir wiederum nochmals detailliert konfigurieren können, um unsere genutzte Ausrüstung in Kombination mit dem entsprechenden Gadget an den abzubauenden Asteroiden optimal anzupassen. Vermutlich für kommende spezielle Materialien ein Muss. Wiederum einer der Hauptgründe für viele schlaflose Nächte und sorgenvolle Jahre in der Entwicklung von Star Citizen waren die bisher nicht ausreichend vorhandenen Uniformvariationen von Bediensteten und Kellnern. Und diese langen entbehrungsreichen Jahre haben endlich ein Ende, denn wir erhalten mannigfaltige unterschiedliche Kellneruniformen mit allerlei bunten Werbelogos. Aber auch hier Spaß beiseite. Einer der Hauptstärken von Star Citizen ist nun mal diese enorm detailreiche Immersion, welche durch solche Kleinigkeiten immer weiter ausgebaut wird. Eine deutliche Erweiterung hingegen erfahren wir für bisher verfügbare Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände sowie vor allem für die kommenden Variationen durch verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Hierbei erhalten wir für Ausrüstungsgegenstände, die ein Ausrüstungsset darstellen, künftig optische Erweiterungen und Verbesserungen, welche nicht vorhanden sind, wenn wir unterschiedliche Ausrüstungssets mischen. Möglich ist ein Mischen jedoch auch weiterhin. Und bei dieser neuen Rüstung handelt es sich um die RRS Light Specialist Rüstung, welche wir im Rahmen der digitalen CitizenCon sehen werden und aller Voraussicht nach auch im Rahmen dessen in unserem Hangar sehen werden. Und bereits vor einigen Monaten haben wir verschiedene kommende Rüstungen vorgestellt, welche bei einer entsprechenden Kombination, beispielsweise eines Helms mit dem Torso, vorhandene Schlauch- oder Energieanschlüsse dann auch Verwendung finden, was letztlich auch direkte Vorteile möglich macht. Und mit der kommenden RRS Light Specialist Rüstung sehen wir zudem die neuen Shader- und Texturtechnologien, die hier bereits Verwendung finden. Mit der neuen Eject Cam erhalten wir beim Auslösen unseres Schleudersitzes eine passende Ansicht und können der Zerstörung unseres Schiffes entsprechend beiwohnen. Natürlich ist das für Drake-Piloten eine Ansicht, die sie nie zu sehen bekommen,
denn Drake-Piloten benötigen keinen Schleudersitz. Mit der Simulation von Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss wird es deutlich schwieriger, in den verschiedenen Bereichen zu steuern, da die Steuerungseingaben der Spieler verzerrt und verändert werden, was dann zu einer deutlich veränderten Steuerungsausgabe der Aktionen des Spielers führt. Und hierbei macht es sich zudem bemerkbar, ob wir in einer Atmosphäre unter einem solchen Einfluss fliegen, im Weltraum, zu Fuß oder in einem Fahrzeug unterwegs sind. Und durch das kommende Medical Gameplay haben wir auch die Möglichkeit, andere Spieler durch ungewollte Medikamentengaben hierbei zu beeinflussen. Die Frage stellt sich dann, ob wir hierfür dann auch ein Crime Stat bekommen. Der Weg für Doping ist also frei. Und nachdem diese Wirkungen auch in Geschütztürmen festzustellen sind, lohnt es sich auf jeden Fall vor einem Kampf, nochmals ein paar Tabletten nachzuschieben oder ganz darauf zu verzichten. Im Bereich der bevorstehenden Schiffe haben wir Neuigkeiten zur Starfighter-Serie von Crusader erhalten. Hierbei wurden die Komponenten der Ion- sowie Inferno-Version bereits physikalisiert und zugänglich gemacht, wobei die Optik im Außenbereich noch nicht den abschließenden finalen Zustand widerspiegelt. Jedoch ist ein pünktlicher Release sehr wahrscheinlich, nachdem die Polishing-Phase und Detailverbesserungen bereits aktuell auf dem Programm stehen und es zudem noch ein paar Wochen bis zum Release-Zeitpunkt mit der Version 3.15.1 sind. Und das Design der aktuellen Version sieht bereits jetzt schon ausgesprochen ansprechend aus. In den aktuellen Simulationen ist im Übrigen nur die ballistische Bewaffnung der Inferno-Variante zu sehen. Aber auch zur Aegis Redeemer gab es einige Updates, nachdem diese sich ebenfalls in der aktiven Fertigstellung befindet. Mit der Glow-Shader-Technik, welche nicht nur optisch einiges hermacht, sondern auch die Performance verbessert, erhalten wir im Zuge dessen eine neue Technologie, welche auch auf andere Schiffe und Bereiche angewendet werden kann, was uns wieder etwas mehr der dringend benötigten Performance bringen sollte. Und auch die Redeemer wird entsprechend dem Zeitplan pünktlich mit einem X-Patch der 3.15-Version erscheinen, wobei abzuwarten bleibt, ob dieses von der Community entwickelte Schiff wirklich das erwartete, enorm kampfstarke Multicrew-Schiff werden wird. Die Chancen stehen hier allerdings sehr gut. Im Bereich des Interieurs ist ebenfalls hauptsächlich der Feinschliff und das Polishing in Arbeit, wobei auch einige Animationen getestet wurden, welche mich allerdings eher an einen alten U-Boot-Dieselmotor aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert haben. Allerdings sind diese Animationen auch noch nicht final und Änderungen sind hier wahrscheinlich. Und auch die Drake Vulture, das Ein-Mann-Einsteiger-Salvaging-Schiff, welches wir Anfang 2022 erwarten können, befindet sich in der Greybox-Phase, wobei hier bereits ein deutlicher Fortschritt im Hinblick auf die ersten Versionen erkennbar ist. Und die dazugehörige Salvaging-Mechanik erhalten wir, wie im letzten News-Video angesprochen, ebenfalls mit dem Erscheinen der Vulture. Aber auch Neuigkeiten zur Miss Kal-A haben wir erhalten. Diese befindet sich in der Whitebox-Phase, wobei Proportionen, Technologien und umfangreiche Änderungen zu den ersten Konzepten vollzogen werden. Hierunter fällt die Anpassung der Mechaniken an den aktuellen Entwicklungsstand, Änderungen der Interieurausstattung sowie deren Proportionen, einer veränderten Positionierung des Landefahrwerkes sowie Anpassungen im Zuge der Hull-Serie typischen Cargo-Mechanik. Jedoch wird die A-Serie auch weiterhin in der Lage sein, auf Planeten zu landen, was einen der zentralen Vorteile dieses Einsteiger-Frachtschiffes darstellt. Neben einem MISC-typischen abgerundeten Cockpit, den dahinterliegenden und von innen zugänglichen Komponenten, gibt es auch einen Innenbereich, welcher mit Bad sowie den grundlegenden Annehmlichkeiten ausgestattet ist. Also alles, was man auf ausufernden Frachtflügen benötigen würde. Und als Novum in dieser Schiffskategorie ist auf jeden Fall die eigene, abschließbare Toilette zu nennen. Ein wahrer Traum für jeden Space Trucker. Eine notwendige Voraussetzung für die Miss Kal-Serie, egal ob es die A, B, C, D oder gar die E-Version betrifft, ist der Cargo Refactor, welcher bereits ebenfalls in Entwicklung ist und mittelfristig erwartet wird. Aber auch zum großen Verwandten der A-Serie, nämlich der Miss Kal-C, gab es ein Update,
nachdem diese vor allem im Außenbereich an den aktuellen Entwicklungsstand angepasst wurde. Hierbei wurden die Anordnung der Triebwerkssektionen angepasst sowie neue Beleuchtungen auch im vorderen Bereich hinzugefügt. Bedauernswerterweise jedoch, jedenfalls für meinen Geschmack, wurde die markante metallische Außenhaut, welche mit den Schweißnähten einen sehr deutlichen Industrielook vermittelt hatte, durch einen eher standardisierten Look ausgetauscht. Ansonsten sieht auch die C-Version bereits sehr weit fortgeschritten aus und wurde zudem noch mit VTOL-Triebwerken ausgestattet, nachdem diese in den ersten Konzepten noch nicht bedacht waren. Ein Landen soll übrigens auch mit der C-Version auf Planeten möglich sein, jedoch nicht in vollbeladenem Zustand. Ob bei einer Teilbeladung eine Landung möglich ist, ist allerdings noch offen. Port Olisa rückt näher an Crusader heran, nachdem Crusader bislang keine direkte Raumstation im nahen Orbit hatte. Daher wird Port Olisa dementsprechend etwas versetzt, behält hierbei allerdings erst einmal die aktuelle Optik und Ausbaustufe bei. Kommen wir zum Roadmap Report, wobei dieser dieses Mal eher überschaubar ausfällt. Denn bis auf die Bestätigung, dass die Kliniken auf Orison, New Babbage und den Rest Stops pünktlich erscheinen, gab es nur die Ankündigung, dass die Outlaw-Außenposten zunächst von der Roadmap entfernt wurden, um diese zu überarbeiten. Der Ship Showdown ist zu Ende gegangen und mit der MPUV gab es einen überraschenden Sieger. Daneben sind die C2 Hercules, die 600E Explorer sowie die Mercury Starrunner ebenfalls Gewinner, nachdem alle vier Schiffe einen Skin sowie eine entsprechende Lederjacke für deren Hangarbesitzer erhalten. Für die im November stattfindende Intergalactic Aerospace Expo wird es zudem einen Rucksack im Argo MPUV Design für alle Bäcker des Spiels kostenlos geben. Und nachdem es bislang möglich war, durch massenhaft kurzfristig erstellte neue Spielaccounts auch ohne Spielpaket an der Abstimmung teilzunehmen, bleibt es abzuwarten, ob dies im nächsten Jahr erneut möglich sein wird. Mit dem Abschlussbericht des kürzlich beendeten Xenothreat Events wurden die hierbei gesammelten Daten in verschiedenen Bereichen mitgeteilt, wobei einige durchaus interessante Bereiche enthalten waren. Denn vor allem die Missionsabbruchraten sowie die Aufteilung der verschiedenen Phasen zeigt ein sehr durchwachsenes Bild, nachdem in Phase 1 gut 43% aller Missionen abgebrochen werden mussten, sowie in Phase 2 ganze 60%. Hierbei ist davon auszugehen, dass es sich größtenteils um Serverabbrüche oder Verbindungsprobleme handelte. Und nachdem wir bereits im Video die Zukunft der dynamischen Events ausführlich über diese Thematik gesprochen haben, legen die offengelegten Daten nahe, dass diese für eine weiterführende Verbesserung der dynamischen Events sowie der Lokalisierung von aufgetretenen Fehlern dienen. Das Video findet ihr natürlich im Kanal. Und nachdem die CitizenCon am 9. Oktober nur noch wenige Tage entfernt ist, findet ihr natürlich hier im Kanal sowie auf Twitch unser dauerhaftes CitizenCon-Programm mit herausragenden Giveaways, tollen Gästen und natürlich allen Informationen der CitizenCon. Und unseren Eventplan erhaltet ihr hierzu in Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und vielleicht ja sogar ein Subscribe hier. Die digitale CitizenCon steht vor der Türe und da werden wir noch einige wirklich grundlegende Überraschungen bekommen, was es umso spannender macht, was wir in den nächsten Monaten im Spiel alles erleben. Mit den großen Kernmechaniken nimmt die Entwicklung nochmals deutlich Fahrt auf und es wird immer spannender. Aber wie immer interessiert mich eure Meinung zum Thema. Was haltet ihr von den heutigen News? Lasst es mich gerne wissen in den Videokommentaren, im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Aber wie immer das Allerwichtigste zum Schluss, ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, ob Patreons, Kanalmitglieder oder Twitch-Subscriber. Ohne euch wäre das Ganze in dieser Form gar nicht möglich und ihr seid eine enorme Motivation, für welche wir Danke sagen möchten. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch diesen Monat wieder umfangreichste und erstklassige Giveaways von den besten Partnern und uns. Wie ihr daran teilnimmt und was euch erwartet, erfahrt ihr im Ankündigungstrailer im Anschluss. Viel Glück! Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis bald und sage wie immer, see you in the verse. It's easy.